Ja, ich habe meinen Roller in den Flur geschoben. Dann habe ich das Brett aufgehoben und zur anderen Treppe getragen. Danach habe ich den Roller runtergeschoben. Ja, dann habe ich halt alles geholt, was ich so brauchte. Mir ist aufgefallen, dass es windig war und ich habe vier Becher an ein Brett geschraubt. Hier habe ich den Roller auf den Hauptständer gestellt. Ja, und dann habe ich eine Abdeckung abgeschraubt. Über meiner Hand sieht man den Luftfilter, der war dreckig. Als nächstes musste ich den Vario-Deckel abnehmen. Dann habe ich mir die beiden Räder ganz genau angeschaut und nacheinander daran gedreht. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, wie man das Werkzeug benutzt. Am Ende hat es aber geklappt. Dann habe ich mir die Kupplung angeguckt und irgendwelche Schuhe und Gewichte gewechselt. Als nächstes habe ich den Keilriemen aus dem Karton genommen und das Gehäuse mit Toilettenpapier sauber gemacht. Danach konnte ich die ersten Sachen wieder zusammenschrauben. Da habe ich gerade den Luftfilter ausgepackt. Dann ist mir die Kamera hingefallen und ich wollte den Roller wieder hochschieben. Alleine habe ich es aber nicht geschafft und deshalb habe ich Fabi gefragt, ob er mir helfen kann. Ja, der war dann 15 Minuten später da und dann haben wir es zusammen geschafft.